So, jetzt mal ein Hilfsmittel. Jetzt kommen wir zum Teil C. Da ist eine ziemlich eklige Formel, eine sehr große Formel, und das Blöde ist, es ist die Größe R, also ohne Index, kein RL oder sonst was, sondern R ist gesucht. Die steht hier, hier, hier und widerlicherweise auch noch hier. Was tun? Leute, für solche Sachen, damit man nicht mit den Indizes durcheinander kommt oder zu viel schreiben muss, empfehle ich immer zu substituieren. Einfach durchzubuchstabieren und hinterher wieder zu ersetzen. Ich schreibe also, es gilt UL gleich A, U gleich B, R gleich C, RL gleich D. Gucken wir, RL, R, RL, RL, das ist keine 2, das ist ein RL hier. Also ist auch nicht schlimm. Haben wir durch, ne? Das sind 1, 2, 3, 4, vier verschiedene Größen. 1, 2, 3, 4 verschiedene Größen. Und wenn ich das habe, schreibe ich mir die Formel nochmal hin. Also UL ist A. A durch B gleich. Und jetzt ersetzen. R ist C, die gesuchte Größe. C mal D. Moment, das muss ich ein bisschen höher schreiben, weil das ja ein Doppelbrot. Also C mal D geteilt durch C plus D. Dann großer Bruchstrich. C mal D. D durch C plus D. Das könnte man sagen, das ist ja schön. Das teilt man durcheinander, dann kann man das ja komplett rauskürzen. Achtung, leider nicht. Plus C. Denn hier habe ich eine komplette Summe vorliegen. Um hier eine Übersicht hinzukriegen, ich highlighte nochmal, was gesucht ist. C ist gesucht. Blöderweise, ne? Steht überall drin und man denkt, ach du lieber Gott. Aber so schlimm ist es nicht. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht. Wir können leichter schreiben. Wenn ich das hier, das ist ein Doppelbruch, wenn ich das so stehen lasse, wird es Wahnsinn. Ich schreibe es mal um in die Textschreibweise, damit der Doppelbruch verschwindet, und zeige dann mal Schritt für Schritt, was ich machen würde und wie man dann zum Ziel kommt. Also A durch B, immer schön weiterschreiben, nicht faul sein in diesem Fall, ist. Jetzt kommt der obere Term. C mal D durch C plus D. Das sollte man nicht ersetzen, sonst wird das zu spannend, da kann man später nicht mehr kürzen. Und jetzt durch... Das ist der Bruchstrich, ich mach den mal bunt hier. Dieser Bruchstrich ist jetzt hier dieses durch. Darum geht's. So, durch und jetzt eiskalt hinschreiben. Wir werden dann noch einiges machen. Lieber eine Zeile mehr schreiben als zu wenig. Und zwar, sicherheitshalber setze ich den ganzen Rahmen hier mal in eckige Klammern. Das darf man machen, der Übersicht wegen. Und jetzt C mal D durch C plus D plus C. Ich schreibe das schon mal ein bisschen hoch. Warum? Wenn ich Brüche addieren will, die keinen gleichen Nenner haben, ja, dann nehme ich einen Trick zur Hilfe und weitere hier mit C plus T. Erweitern heißt oben und unten selbst zu tun. Und jetzt sieht man schon, was das Schöne ist dabei. Ich kann, ich werde es mal zeigen hier, diesen ganzen Kram hier, die haben beide jetzt einen gleichen Nenner, das kann ich auf einen Bruchstrich schreiben. Und dann sieht man, dass das nutzvoll ist, solche Schritte zu machen, ruhig mal eine Zeile mehr zu schreiben. Also, nächster Schritt, das war hier in Text. Text ist es nicht, aber zumindest in Zeilenschreibweise umwandeln. Jetzt müssen wir noch was, jetzt haben wir erstens, ach so, und gleich noch nicht machen. So, normalerweise schreibe ich den ganzen Kram nicht, aber damit jeder sieht, was passiert ist. So, jetzt habe ich hier, Achtung, immer noch einen Term, den ich durch einen anderen Term dividiere, und zwar durch einen Bruch. Wenn ich das nämlich auf einen Nenner schreibe, und das mache ich jetzt mal gleich, damit das Video nicht so lang wird, dann habe ich hier das Plus stehen. Und unten haben gemeinsam den Nenner gefunden, C plus stehen. Müsste hoffentlich einleuchten. Also wenn ich dann das Video nochmal zurückspule, dann stehe ich hier direkt mal zurückspulen. Und jetzt umschreiben. Umschreiben nicht. Ich mache es mal in Anführungsstrichen mal. Also wir dividieren durch den Bruch, indem wir mit dem Reziproken des Divisors, das ist da hinten dieser ganze Teil, multiplizieren. Also A plus A durch B ist gleich C mal D. Lassen wir. C plus D. Und jetzt mal. Jetzt C plus D. Hier wird praktisch nur dieser Teil gestört. Und hier unten steht C mal D plus C mal C plus D. Ich will jetzt nicht sofort hier irgendwie auch multiplizieren. Immer langsam. Das ist vielleicht noch viel besser, als man denkt. Aber eins sieht man. Achtung, ich werde es mal highlighten. Hier ist was Schönes entstanden. Hier. Dieser Teil und dieser Teil. Damit das einleuchtend ist, ich setze den mal in Klammern. Das ist überflüssig, das kann machen. Und ich fange bei durch D.
kürzen. Schon mal das, ne? Wenn ich das jetzt umschreibe, Moment. So, wenn ich das jetzt umschreibe, also das jetzt hier zusammenfasse sozusagen, zusammenfassen, dann passiert Folgendes: A durch B ist gleich, und jetzt schreibe ich den ganzen Kram mal auf C mal D. Dieses C plus D, dieses bläuliche oder türkisene, das kann ich mir sparen, durch C mal D plus C mal, und jetzt C plus D. Jetzt habe ich den ganzen Kram zusammengefasst, es wird übersichtlicher. Achtung, hier kann man nicht kürzen. Hier unten steht eine Summe. Aber man darf sich eines Tricks bedienen, und zwar stürzen, sagt man dazu. Stürzen bedeutet, dass ich beide, und zwar die linke und die rechte Seite, umkehre, indem ich, was unterm Bruchstrich steht, also den Nenner, nach oben schreibe und den Zähler auf beiden Seiten nach unten. Das ist erlaubt. Bloß mal ein Beispiel. 2 durch 3 ist 4 durch 6, ne? Also das ist jetzt eine Erweiterung. Wenn ich das jetzt stürze, dann steht hier 3 durch 2 ist 6 durch 4. Wenn ich das hier kürze, bleibt hier wieder 3 übrig. Also, ne? Geht. Das ist jetzt bloß mal kurz zum Zeigen. Stürzen heißt auf beiden Seiten der Gleichung beides, also Zähler und Nenner vertauschen. Steht hier drüben b durch a. Ist gleich. Jetzt den ganzen Kram hochschreiben. Macht es, Leute. C mal d plus C mal c plus d. Durch C mal D. Ich mache es jetzt mal ausführlicher. Normalerweise würde ich den nächsten Schritt, hätte ich den gleich gemacht, und zwar jetzt aufsplitten. Aufsplitten. Beispiel, wenn ich sage 3 plus 4 durch 7, kann ich auch hinschreiben, das ist wie 3 durch 7 plus 4 durch 7. Beziehungsweise, oh, was ist da noch hier? Also das ist 3 Siebtel plus 4 Siebtel. 3 plus 4 Siebtel sind 7 Siebtel, passt. 3 Siebtel plus 4 Siebtel sind 7 Siebtel, passt. Also, in dieser Art jetzt aufsplitten. Links passiert gar nichts, schreibe ich ab. Und jetzt steht C mal D geteilt durch C mal D. Das ist das Siebtel sozusagen hier drüben, ne? Hier. Plus C mal D plus D durch C mal D. Na so, das kann ich schon wieder kürzen. Und zwar komplett diesen Term kann ich rauskürzen. Wird eine 1 draußen stehen. Leute, vergesst die Einsen nicht. Achtung, diesen Term, da kann ich hier wenigstens das C rauskürzen. Keine Angst, ich brauche ja das C noch. Ich weiß, aber ein steht da, das ist alles weg. Achtung, es geht weiter. Links passiert noch nichts. A, ich schreibe es nochmal ab. Ist 1 plus. Und jetzt, ne, hier das. 1 durch 1 ist 1. Plus kommt jetzt. Und jetzt einmal, also ich kann mir das schenken. C plus D durch D. Wenn ich das jetzt, das wieder aufsplitte, hier diesen Kram, na, hier dieses und dieses wieder aufsplitte, so wie hier, so wie ich es hier gemacht habe, dann dürfte jedem einleuchten, was gleich passiert. B durch A ist 1 plus C durch D plus D durch D. D durch D ist wieder kürzer, wird auch 1 werden, das fasse ich mal zusammen. Zusammenfassen. Dann das B durch A ist gleich. Achtung, das ist eine 1 plus 1 ist 2 plus C durch D. Jetzt mache ich mal einen Schritt schneller. Also, die 2 rüber. Minus 2 und gleichzeitig alles dann mal D nehmen. Dann steht hier B durch A minus 2 und den ganzen Kram mal D ist gleich C. Und das war ja eigentlich gesucht. Wenn ich es wieder rück substituiere und sage hier, hier oben, diesen Schritt, den ich gemacht habe. Ich werde den mal schnell kopieren. Diesen Schritt, Moment, kopieren, jawohl. Und ich füge ihn hier nochmal ein. Dann kann ich nämlich alles wunderbar. Hier, da ist er. Jetzt wieder rücksubstituieren. Dann kann ich mir das wieder so abschreiben, wie ich das haben wollte. Und zwar wieder substituieren. Substituieren heißt bloß austauschen. So. B, 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 U. Also Klammer auf, U durch A ist UL, UL minus 2, Klammer zu, mal D, 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 D ist RL und ist gleich C, C ist R. Ja, das war das, was gesucht wurde. Gucken wir nochmal sicherheitshalber. D, 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 D. Jawohl, das R war gesucht. Hier, dieses R war gesucht. Und wir haben uns. Wir hätten uns sonst mit dem Indice, also mit jedes Mal RL, UL und sonst was, hätten wir uns wahrscheinlich auch Fehler reingeholt. Ich mache das gerne mit Substituieren, kann man schneller mit den Gleichungen umgehen. Gut, das war jetzt lang geworden. Ich hoffe, es hat trotzdem geholfen. Ich wünsche viel Spaß bei solchen bisschen kniffligeren
Gleichungslösungsaufgaben.